Ja, wir gucken mal, dass wir das noch mal hier. So. Nein. Nein. Wir können ja mal so knappe 100 Meter, also irgendwie 500. 80 versuchen, ob das geht. Ja, jetzt ist es wieder da. Interessant. Es ist arg. Was soll man sagen, Leute? Es ist einfach arg. Ich finde das System aber an sich gut. Weil 85, bisschen geht noch. Ne, okay, das war's. Weil die Base wäre da vorher nicht so easy möglich gewesen. Und natürlich die maximale Range hier versuchen wir rauszuholen. Also man hätte ja vorher diesen Stutzen ins Wasser setzen müssen. Dann hätte man diese ganzen Wasserleitungen legen müssen, was auch ultra nervig immer war. Wir sind irgendwie 580 gewesen, ne? Und dann, ja, okay, er nimmt's wieder. Was ja auch ultra nervig war, das immer zu machen. Dann hat man falsch, ach, ihr wisst es, ne? Und das sah auch einfach nur hässlich aus. Und von mir aus habe ich jetzt hier. Okay. Saver tot. Dödi eingerollt. Dödi wieder da. Keine Ahnung, Mann, was hier abging gerade. Welches Level hast du denn? 20. Das ist so absurd. Es ist wirklich diese GTA-Theorie, ne, die ich hier aufgestellt habe, wird hier sowas von wahr. Kann ich mal bitte so einmal das Fernrohr aus der Tasche? Ja, es war klar. Machst dir was aus, einfach wegzugehen? Ich möchte hier meine Wasserleitung bauen. Dankeschön. Weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. Aber es macht es ja so viel einfacher. Wasser halt auch mal ins Landesinnere zu bekommen. Und nicht jedes Gerät verbinden zu müssen. Was ja gut, war ja so ein bisschen dieses S-Plus-Ding, ne? Wenn man dann mit den Klimaanlagen gearbeitet hat und mit dem Stromgenerator, dass einfach ein gewisser Bereich da war, in dem das dann alles funktionierte. Das haben sie jetzt ja quasi übernommen. Nur, dass ich jetzt hier das Wasser ein bisschen ins Landesinnere bringen muss. Aber. Ich hätte nicht gedacht, dass es so leicht ist. Oder so einfach ist. Und wir haben schon über die Hälfte des Weges auch geschafft. Also, das Mammut steht ja auch nochmal ein Stück weiter aus der Base entfernt. Und vielleicht können wir sogar so ein Wasserreservoir in diesem brunnenähnlichen Ding. Wir haben ja so eine Rundung vor dem Gehege, wo ist das Triceratops oder der Triceratops? Man weiß es nicht. Drin steht. Vielleicht können wir es auch da reinpacken. Wäre auch ein cooler Spot für so ein Wasserreservoir. Und dann ist automatisch alles bewässert, ne? Das ist ja auch cool, wenn wir ein Gewächshaus bauen und so. Einfach bam! Wasserreservoir daneben knallen. Oder wie auch immer. Es ist einfach herrlich. Das finde ich richtig, richtig gut. Müssen wir natürlich immer hoffen, dass. Das wäre halt noch cool, wenn man die mit. Wenn man alle in der Nähe, also diese Range, die wir jetzt hier haben, wenn wir die alle in der Nähe mit einem Knopfdruck einmal anschalten könnten, falls nämlich mal so ein Ding kaputt gehen sollte, damit man weiß, wo man dann hin muss, um wieder zu bauen, ne? Also wo irgendwie eine große Lücke ist, das würde einem ja auffallen. So, aber sonst müsste man einfach die ganze Route einmal ablatschen, wie wir das gerade machen. Und dann ist auch gut. So, jetzt sehe ich es gerade nicht mehr. Das ist ja eine ganz angenehme Cam. Okay, hier scheint es noch zu gehen. Und jetzt haben wir keinen mehr. Das liegt aber doch dann daran, dass ich keinen Stein mehr habe. Ja. Siehst du, guck mal, nehmen wir einen Stein rüber. Wasser. Ich mache nochmal so. Ja, drei müsste passen. Dann können wir auch in der Base vernünftig gucken. Das sind zwei. Also gut, das ist halt diese Klickgeschichte, ne? Weiß auch gar nicht, müssen wir jetzt hier hoch? Ich kann ja mal einmal kurz fliegen. Ah, cool, wir sind also auch schon da. Das ist ja mega.
Wir sind halt wirklich schon da. Richtig, richtig gut. Das freut mich. So. Gerade hier unten ist ja auch mal häufiger Beef irgendwie drin. Da hier liegt ja auch gerade was. Schön. Guck mal, der reicht gerade genau nicht aus. Setzen wir ihn dahin. Und. Oh, Digga. Oh, das ist ein Alpha. Das ist ein Alpha. Ja, hör mal, wenn das so ist, dass du ein Alpha bist, dann werden wir uns natürlich drum kümmern. Ein bisschen aufs Leben achten. Ich hoffe, dass wir den Dilo da gleich mit wegkriegen. Das ist ja ein Dilo gewesen, glaube ich, ne? Ich habe jetzt keinen guten Stein gesucht, um da irgendwie was zu machen. Weiß auch nicht, welches Level der andere Alpha hatte. Aber das ist ja mal ein kleines Präsent, was er uns hier gebracht hat. Ich muss nur aufpassen wegen Ausdauer. Das ist ganz wichtig, dass ich wegfliegen kann, notfalls, falls es richtig eng wird. Jawohl. So, was hat er denn gedroppt? Nettes. Noch nichts, oder ist es bei mir im Inventar? Oh ja, eine Metallsichel, nochmal eine Axt, die ist gar nicht so gut, eine Stoffhose, kälteresistent, wärmeresistent, ja, guck mal, 38, 21, muss ich gleich mal vergleichen. Und den bauen wir aber mal ab. Ah ja, ich kann mich nicht bewegen, weil ich bin komplett überladen. So, und das war das Ding, was ich meinte. Hier könnte man ja. Kurz schluckt. Hier könnte man ja nochmal so ein Ding reinsetzen. Einfach auf die Explorer-Note. Das war gerade grün. Ich setze dann ein Fundament rein. Mal gucken, ob das geht. Müsste eigentlich. Ich brauche jetzt mal kurz einen Schluck trinken. Da haben wir einen. So, haben wir gebaut. Was hat die für Resistenz? Minus 5. Also minus 5 Wärme und 20 Kälte. Da ist die Stoffhose ist schon bei Kälte besser. Ja, siehst du, das geht. So, und dann bauen wir hier das Reservoir drauf. Einmal so. Und dann wäre natürlich gut oben in der Base, ne? Ich finde es nur von dem Spot cool, weil mich das an einen Brunnen erinnert. Wir bauen nochmal eins. Und das haue ich dann hier in die Base erstmal rein. Irgendwo. Können wir noch eins? Ja, können wir. Wenn man Wasser richtig schreibt, dann geht das auch. Nice. Das ist. Check ich auch nicht, warum das jetzt nicht ging, aber gut. Ja, es sind sogar mehrere hier in der Nähe. Guck mal, da haben wir halt einen nochmal. Also der eine unten in diesem Brunnen ist unnötig, den brauchen wir da theoretisch nicht. Und jetzt haben wir nochmal einen hier oben. Und hoffen natürlich, dass das hier bewässert wird. Und wozu haben wir das gemacht? Damit wir jetzt in den Kochtopf gehen können, der die ganze Zeit noch gebraten hat. Das daraus. Wir nehmen wir Ballernstroh. Ah ja, das Wasser fehlt, ne? Das ist jetzt. Machen wir erstmal eins. Machen wir erstmal eins. So, 30 Sekunden dauern. Autocraft ist deaktiviert. Und wir hoffen einfach, dass. Warum verbrennt das auch zu Kohle mittlerweile? Oder ist das noch die Kohle gewesen von eben? Weil es brennt ja auf jeden Fall. Es muss Wasser sein, es müssen Tinto sein. Es müssen auch 20 Tinto sein, ne? Glaube ich. 20 Tinto, 2 Narkose. Wir gucken gleich nochmal rein. So, was ist denn jetzt mein Problem, warum ich so full bin? Das können wir mal rausnehmen. Das können wir mal rausnehmen.
Dann habe ich diesen ganzen Rüstungskram halt irgendwie immer dabei. Diese Hose, die Stoffhose, werde ich mal anziehen. Ja, einfach weil sie müh besser ist wohl als meine Lederhose. Hier geht irgendwie nichts. Ich guck noch mal, Moment. Jetzt haben wir doch nicht hier die ganze Zeit den Kram gemacht. Ah, Moment mal. Moment mal. Ist das ein Rezept? Das ist jetzt auch so eine Sache, ne? Warte mal, mit uns ist es zu heiß. Das ist ja was ganz Neues hier in dem Spiel, dass irgendwas ist. So, wir haben Auto-Crafting haben wir deaktiviert. Aber es kann sein, dass das mittlerweile ein Rezept ist. Ich bin der Meinung, das war früher kein Rezept, was man freischalten musste. Wir haben hier dieses Heil, diesen kleinen Heiltrank. Haben wir hier drin. Oder ist das im Kochtopf gespeichert? Konsumgüter. Es ist hier drin gespeichert. Ja, wow. Das war vorher nicht so, oder? Weil beim Dodex musste man vorher mal nachgucken, was man braucht, um die Sachen rauszubekommen. Und man konnte diese Rezepte hier. Ja, guck mal, genau. Jetzt muss ich sagen. Lazarus-Suppe. Die habe ich jetzt aber hier auch drin. Schon freigeschaltet. Aus welchem Grund auch immer. Okay, wir brauchen ein paar Tintoberries und dann geht das ab. Es ist 0 Uhr. Es ist 0 Uhr 21. 45 Grad. Diese Insel spielt so verrückt. Das ist unglaublich. So, da haben wir ein paar Tintoberries. Da haben wir noch ein paar Tintoberries. Damit können wir doch was anfangen. Wenn wir jetzt noch einen Cookie-Pot hätten, ja, dann bräuchte ich das Wasser gar nicht reinpacken. Also in den Industrial-Cooker. Dann ginge das alles von alleine. Kann ich die... Ah ne, das ist full. Dann nehmen wir die mal rüber, weil brauchen wir nicht. Bam, bam, bam. Das kommt wieder raus. Konsumgüter, Hergestellte. Und dann machen wir mal... Muss ich die einzelnen hier drücken? Das ist ja... Autocraft-Gegenstand. Medizinisches Gebräu. Kann ich jetzt autocraften? Cool. Dann gucken wir mal uns kurz an, ob das wirklich so funktioniert. Weil man weiß ja immer nicht. Aber muss ich jetzt noch Autocrafting aktivieren, ist die Frage. Jawohl. Also Autocrafting wieder aktivieren, dann medizinisches Gebräu und dann geht's. Wahnsinn. Das ist das schon mal sehr gut. Hä? Wählen Sie Behälter zum... Jesus Christus, warum kann ich das nicht da einfach reinpacken? Er befüllt das von alleine. Warum... Verstehe ich nicht, ne? Weil ist jetzt nicht so convenient, ehrlich gesagt. Aber was weiß ich schon. Dann machen wir das alles einen rüber. Die Geschichte kommt hier hin. Wir können das Feuer mal löschen. Können wir nicht. Ach, können wir auch anlassen. Ich hole nochmal Wasser. Da könnten wir jetzt ja auch mit Lederschläuchen arbeiten. Das ist ja, da ist es ja super egal. Ich muss die wirklich, ich kann die nicht irgendwie, ich kann, ach Junge. Das ist ja lächerlich. Also ich verstehe, weil das ist kein fließendes Wasser und sowas, ne, aber kann ich nicht dann irgendwie einen Wasserhahn da noch dran anschließen? Warte mal. Jawohl. Dann verstehe ich sie darum doch. Und dann will ich nichts gesagt haben.
Habt ihr alles richtig gemacht? Shame on me. Der zu früh geurteilt hat. Weil dann hätte ich ja auch das Wasser, also war da oben gar nicht gebraucht. So, nur mal so als Spaß, ne? Ja, geile Nummer. Na, die Dinger brauche ich dann wahrscheinlich immer noch, damit die Felder befestigt werden, aber... Was mache ich hier? Ich kann jetzt einfach, wenn jetzt hier gleich eine Wasserflasche leer ist, die ja rausnehmen, zack, zack. Vorteil beim Industrial Cooker dann zwar immer noch, ich muss gar nichts mehr machen, ne? Also ich muss nur noch die Zutaten reinpacken, Wasser bräuchte ich gar nicht mehr. Aber es ist ja krass, dass ich das Ding einfach überall ranmachen kann. So, dann demonstrieren wir das mal kurz einmal. Wir holen hier das Wasser raus, packen das Wasser da rein. Das Wasser geht natürlich von alleine, natürlich geht es von alleine full. Ja, und wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt noch automatisieren könnte wie in Minecraft, das wäre toll. Aber kann man doch mit dem Industry gucken? Ja, kann man auch. Ich meine aber wie in Minecraft. Das wäre, also... Für mich würde es in die Lore reinpassen, von Ark. Mit diesem ganzen Tech-Kram und so, dass du da halt auch mal ein bisschen was... Und sowieso. So, jedenfalls kann ich mich jetzt healen, was ich auch mal direkt machen werde, weil ich habe 208 Leben und boom, geht der Aal hoch auf 250. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt wäre noch interessant zu wissen, wie ich ein Fundament, ein Steinfundament absenken kann. Das soll ja irgendwie gehen. Ich frage mich, ob das was mit den Snap-Points zu tun hat. So. Das ist Springen. Ich hätte gerne die Waffe weggenommen. Ich lese sonst gleich den Kommentar nach, dann haben wir es auch. Aber so ein bisschen ja... Das ist jetzt, bin ich geduckt. Alt. Nein. Nein. Diesen Kommentar nach, Moment. Ja gut, ne? Da müsste man einfach auch mal das Fundament einmal setzen, um die Funktion zu haben. Also, wenn man das setzt, krass. Maus einfach hoch, runter bewegen. Ja, das ist cool. Da werden wir mal gucken, wie wir das nutzen. Das läuft ja alles hier weiter. So, ich werde nochmal einmal hier auffüllen. Wir haben gar nicht mehr genug Berries halt, ne? Aber ich fülle es trotzdem mal auf. Und packe das da rein und... Das ist wirklich einfach sehr, sehr gut. Dass wir das jetzt alles haben. So, Feuer löschen, dann verballern wir nicht unnötig das Stroh. Das nutze ich nämlich gerne beim... Das ist auch, glaube ich, so beim Kibbel und sowieso so ein Ding immer gewesen bei Ark Survival Evolved. Dass, na, wie weit wollen wir das jetzt lowern auch? Frage ich mich gerade. Wenn hier ja so ein Berg hochgeht. Ich hätte, glaube ich, gerne das Fundament einmal weg. So, wir fangen mal an. Ne? Weil hier ist ja eine Kante. Und da könnten wir ein Fundament reinsetzen, so ein Eckfundament. Das habe ich, glaube ich, auch schon gecraftet. Und habe das schon irgendwohin getan. Wir müssen jetzt so nach und nach einfach die Base mal ein bisschen aufbauen. Und ich habe eigentlich gesagt... Nee, pass auf. Ich halte mich an meinen Plan. Ich halte mich an meinen Plan. Wir werden, ich habe jetzt zwei Fundamente. Die können wir mal kurz setzen. So, jetzt sehe ich natürlich überhaupt nicht. Warte mal. Ich kann mich doch auf den Agi setzen. Wo ist der Agi? Hallo? Danke. Bitte kommen Sie einmal. So, ich würde gerne einmal die Kante sehen, wo ich da mein Fundament hinsetze. Da habe ich mich nicht gut platziert. Ich hab's gleich, So, jetzt stehe ich viel zu nah dran. Aber wir machen das schon irgendwie. Ja, nee, da möchte ich es hin haben. Ja. Nein, da ist es.
Warte. Ist auch noch. Mann, ey, okay, komm, dann machen wir es. Trial and Error. Was soll's? Vielleicht doch so ein bisschen einfach. Ich kann ja eigentlich auch in die Außenansicht gehen, ne? Ich Horst. So. Ey, manchmal, ne? Manchmal, du. Hast du immer so einen Tag. Jetzt nervt es mich, dass ich es rotiere, wenn ich es bewege. So, wir lowern das. Und gehen raus und helfen natürlich. Oh ja, das ist wirklich wichtig, dass wir da helfen. 90er auch. Die sind, das ist, da ist auch schon Low Level, ist da echt eine Gefahr, ne? Muss man einfach sagen. Mit dem Buff und so auch. Sehr gut. Sehr gut. Ja, den Para kann ich auch gleich mal ausmachen. Ich bin der Meinung, den kommt man irgendwie auch so. Also wir haben ja einfach permanent die Nachricht, dass er irgendwas. Also hier, das habe ich übrigens auch zugemacht, ne? Nur so. Der hat ja permanent die Nachricht oben, dass er irgendwas entdeckt hat. Bitte mich nicht runterschlagen und umbringen, danke. So. Alarmeinstellung. Ich weiß. Dass er die eigentlich auch markiert hat. Mal. Aber keine Ahnung mehr wie. Egal. Das war auf jeden Fall ein Ding, dass er auch markieren konnte und hast du die auf der Karte halt gesehen. So, hier haben wir jetzt ein relativ niedriges Fundament. Ich glaube, das machen wir auch so. Dann ist es quasi so, als würden wir halt straight up in der Ruine bauen. Ne? Haben wir noch Stein? Sicherlich haben wir noch Stein. Also, alles andere wäre irgendwie Doom. Wenn wir keinen Stein mehr hatten. Da haben wir noch ein Fundament. Da haben wir auch noch so ein Ding. Ofen nennt man das. Schmelzofen. Ne, da helfe ich auch einfach gerne. So, und dann hier noch ein Fundament. Und dann zack, pam, kommen wir in die Ecke. Und die Ecke. Holz. Holz haben wir ja schon gefarmt. Sehr gut. Also was jetzt mein Plan ist, ne? Weil ich habe ja ursprünglich mal gesagt, das ist jetzt ein paar Folgen her. Für mich die gleiche Aufnahme, für euch ein paar Folgen her. Dass wir jetzt Metall farmen wollen. Warum habe ich hier das Steinfundament nicht drin? Ich habe da schon eins gebaut davon. Ich weiß nicht, wo ich die Sachen hingepackt habe. Es ist fürchterlich. Gut, ist 2 Wochen liegt da. Hier ist es doch. Na, siehst du. 2 Wochen liegen natürlich dazwischen, aber trotzdem. So. Und ich habe nicht den Punkt zu Ende gebracht. Ich habe vor ein paar Folgen gesagt, dass wir jetzt erstmal ein paar Öfen bauen wollen, um Metall zu farmen, um dann halt ordentlich Metall zu haben, weil in der Zwischenzeit kann ich bauen und während ich baue, kommt das Metall nach und nach halt an den Start. Versteht ihr das? So. Ja, das finde ich okay, glaube ich. Ah. Da bin ich nicht ganz mit zufrieden. Ist aber okay. Vielleicht noch 2 da dran oder so. Zack, zack. Dass wir so ein Stück drüber kommen. Ne, ihr wisst, zack, zack. Ist ja klar, was ich meine. Jetzt fehlt Stein. Da haben wir keinen Stein. Haben wir so viel Stein verbraucht hier? Gibt's ja wohl nicht. Dann holen wir nochmal kurz Stein. Brauchen wir sowieso. Weil wir auch die Öfen herstellen müssen. Die Schmelzöfen. So, hier ist ja genug Stein. Tob dich mal bitte aus. Perfekt. Das ist einfach der Beste. Was soll ich sagen? Einfach eine Maschine bist du. Mach weiter. So, hier haben wir auch noch so ein. Ach, der. Okay. Wenn das so ist. Den will er nicht, da ist er ein bisschen.
wählerisch beim Stein. Nimmst du denn den? Dann setze ich dich ab. Ist etwa dein Inventar voll? Nö. Dann frage ich mich, warum du nicht hinnehmst. Jetzt kommt uns ein Agi hinterher, ne? Da hätte ich richtig Bock drauf. Ach, der ist tot. Das ist so moin. So, einmal Baseball gespielt. Feierabend. Bitte. Ja. Ja. Geht doch. Ja, ich war kurz drauf. War kurz drauf. Hab den aber nochmal E gedrückt. So. Monsieur Dirty. Ja, bin ich kurz ein bisschen abgerutscht hier bei dir. Mach nochmal ein bisschen Stein. So, wenn ich ihn jetzt auf Wandern stelle zum Beispiel, ne? Ich gucke jetzt nochmal mir die Einstellung an. Weil ich jetzt nicht verstehe, warum er manchmal einfach dann in der Luft, wenn ich ihn greife, Sachen macht. Deaktiviert den Abbau von Nein, das wollen wir nicht. So. Aber... Das ist jetzt aktiviert. Und jetzt müsste ich ihn ja theoretisch auf Wandern stellen, damit er ja von alleine losgeht, ne? Aber er hat doch eben auch schon... Check auch nicht, warum das so viele Sachen noch einmal sind. Jetzt, hat er irgendwie einen Anruf bekommen eben von dem anderen AG, dass es hier was zu holen gibt oder was ist los? Meine Herren, ey. So, der ist auch gleich weg. Ich will nochmal runter eben. Gott, sorry. Oh Gott. Das sah sehr witzig aus. Die Beine sind nach hinten weggespreizt und die Fliege so ganz breit. Keine Ahnung. Wie so ein Eichhörnchen, was irgendwie gerade vom Baum fliegt. Springt, wie auch immer. Naja. Also ich verstehe das noch nicht ganz, ehrlich gesagt. Scheint mir ein bisschen random zu sein. Wer da was weiß, wie ich das machen kann, dass ich fliege und er die ganze Zeit was farmt, das wäre toll. Weil sobald ich ihn auch aufhebe, ist auch das Wandern wieder deaktiviert. Und ich weiß, dass ich ihn auf Wandern stellen kann, damit er halt Sachen macht, aber... Warum, was ist jetzt bei mir hier? Ah ja. Ich ganz fies hängen geblieben in der Feldspalte mit meinem Schuh. Kann's mal haben. Wir haben ja auf jeden Fall mal ein bisschen was. Dann fliegen wir erstmal in die Base, dann haben wir jetzt davon genug. Holen wir uns gleich noch mal ein bisschen Holz mit unserem Mammut. Und dann müssen wir Öfen craften können und so. Und vor allem die eine Stelle da eben kurz dicht machen. In meinem Kopf, ne, ich sag's euch auch, wie es ist, in meinem Kopf steht die Base schon. Ja, in dieser Aufnahme hätte ich gedacht, haben wir die aber fertig. Klar, steht die Base. Gar kein Problem. Die will ich gar nicht machen. Ich will zwei davon machen, glaube ich. Um mal kurz zu gucken. Das wäre so mein Plan gewesen. So, aber es macht es einen Unterschied? Ja, macht es, ne? Ja, ja, mach das, mach das, mach das, mach das. Ja, aber mache ich das jetzt schon? Nein, macht er nicht. Er baut jetzt Öfen und stellt die dahin. Wie er sich das vorgenommen hat. Ah ja. Einmal Snappoints deaktiviert, immer Snappoints deaktiviert für das Objekt scheinbar. Hier haben wir auch noch einen Ofen. Lassen wir den stehen, lassen wir den nicht stehen. Keine Ahnung, wir craften noch ein paar mehr. Das ist ja nicht so, dass wir aufs Geld achten.
Nicht wahr? So, Stein, Holz habe ich am Start. Fasern, das ist jetzt ein... Das braucht Leder? Och, nee. Das ist ja super nervig. Das ist ja ganz doll nervig, dass das Leder benötigt. So. Ofen. Drei Stück immerhin schon mal. Jetzt fehlt Leder, aber Leder holen wir uns gleich. Haben wir doch bestimmt noch irgendwo. Kann doch wohl nicht sein, dass wir jetzt hier kein Leder irgendwo rausgekriegt hätten, sag ich doch. Ich stelle schon mal zwei weiter rauf. Warum hat der dreht er sich jetzt so komisch? Warum? Was soll das? Nein! Danke. Ach, hör mir auf, weil da jetzt der Stein ist, oder was? Hätte ich es doch höher ziehen müssen. Ach nee! Wenn ich da nachher keine Sachen drauf platzieren kann. Ja, dann ist es so. Dann ist es so. Wir können ihn aber hier hinstellen, weil ich komme an den anderen noch ran. Nervig. Merkst du, du bist nervig. Noch ein Ofen. Ofen. Es fehlt Stein. Natürlich fehlt Stein. Was auch sonst. Kann ich das Bild hier schnell sehen? Und da ist es. Sehr gut. Dann haben wir schon mal vier. Die befeuern wir gleich. Wir haben ja Holz, haben wir ja genug. Metall haben wir auch genug. Das finde ich schade. Ja, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich bitter. Dann machen wir das so. Eventuell ziehe ich das nochmal so ein Stück hoch. Das war nämlich das, was ich überlegt hatte. Ob wir das so hochziehen, dass das quasi eben ist. Aber es ist nur so an so einigen Stellen. Eigentlich finde ich es auch nicht so schlecht, wenn es dann noch irgendwie durchkommt. Gut. Ich bin maßlos überladen. Es ist wie in jedem Spiel, wo ich überladen sein kann. Da habe ich einfach zu viel Kram am Mann. So. Das ist jetzt schon zu viel, ne? Ja, ist das nervig. Wir haben es gleich. Gleich bin ich soweit. Noch ein kleines Stück. So, Monsieur. Mit dir ist es nämlich kein Problem. Das heißt, ich lade mich gleich so richtig voll. Und dann kannst du mich da einmal hinschleppen. Was hältst du denn davon? Ich muss wirklich mal gleich gucken, warum ich so maßlos überladen bin. Weil irgendwas stimmt ja nicht. Ich habe ja von irgendwas viel zu viel dabei. So. Damit der innere Monk wiegt, wiegt. Das ist die falsche Tasse. Sondern befriedigt ist vor allem. Weißt du, jedes Mal, ne, schmeißt er mich, weil ich da jetzt oben an der Kante hängen bleibe. Na, wir haben das gleich. Okay, weil ich überladen bin, das ist cool. Weil ich überladen bin, schmeißt er mich nicht mehr 30 Kilometer durch die Gegend. Aber, Freunde, so geht's doch auch. So, dann sind nämlich überall 100 drin. Und dann müsste ich ja noch ordentlich Metall eigentlich haben. Hier in dem Gelöt. Oh, wer baut denn so? Ah, das ist durchgebrannt schon. Ja, das ist ja praktisch. Dann müssen wir jetzt mal einen Schlachtplan machen. Wir haben 270. Wir brauchen den ganzen Industriestuff, ne? Industrie. Grill. Jo, kostet 200 Metallbarren. Könnten wir uns leisten. Zerkleinerer. Hm, vielleicht noch nicht. Den brauchen wir hier. Die Industrieschmelze. Das wäre auch das erste, wo ich raufgehen würde. Zement 600. Polymer 400. Kristall 250. Ja, Polymer kriegen wir easy aus dem Schneebiom. Cooking-Dings kostet 1800. Zerkleinerer müssen wir mal gucken. Ja, dann ist jetzt das Ziel, 2500 Metallbarren zu erwirtschaften. Und dafür werde ich einmal kurz mein Inventar so ein bisschen aussortieren. Was hier so ewig viel wiegt. Zum Beispiel noch die Axt, die ich nicht brauche. Holz, Stein.
Lederhose. Spitzhacke. Sichel. Das ganze Fleisch eigentlich zum Beispiel. So, mal alles raus, was ich nicht brauche. Lazarussuppe haben wir sogar. Kühlschrank gibt's auch, ne? Es ist schon wieder heiß ohne Ende. Zement weg. Das können wir, entweder craften wir das selbst oder wir, ja, ich habe Holzkohle dabei. Die wiegt ja auch nochmal ordentlich was. Das ist jetzt mein Müll, Mülleimer, mein Müllschrank. Ja, die grüne Beere, ne? Um grüne Farbstoffe herzustellen. Das ist eigentlich nochmal auch ein Ziel, dass ich nochmal meinen grünen Iro kriege. Ich schmeiße es weg. Egal, ich schmeiße es weg, wir kriegen es wieder. Das Fleisch ist gut, ist wichtig. Ja gut, die Schneerüstung und so, ne? Das haut halt auch nochmal rein. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Ach ja! Ja gut. Da haben wir ja auch noch ein bisschen was, hör mal. Wenn das so ist.